meine lieben Schwestern, meine lieben Brüder, morgen am Fest Kreuzerhöhung, morgen wird es genau auf den Tag 100 Jahre her sein. Da zwischen 3.000 und 4.000 Menschen in Port Said in Ägypten an Land gingen. Sie waren die Überlebenden des Musa Dagh, eines Berges in der Wüste Mesopotamiens, wohin sie sich geflüchtet hatten vor dem Zugriff der Türken, der türkischen Armee. Es waren Armenier. Dieser Verfolgung, die 1914 begann, übrigens mit großer deutscher Unterstützung und mit deutschem Wissen, fielen 1,5 Millionen Armenier zum Opfer. Und es waren nicht nur Armenier, es waren syrische Christen, es waren Assyrer. Man wollte die Jungtürken, die damals die Herrschaft im Osmanischen Reich übernommen hatten, wollten keine Christen mehr haben. Es war sozusagen, wie manche Historiker sagen, ein protofaschistisches Regime. Nur noch Muslime, obwohl sie selber gar nicht gläubig waren. Dieses Ereignis, das 100 Jahre her ist, ruft uns eine Frage, die vielleicht zu den schmerzlichsten Fragen unseres Glaubens und unseres Lebens gehört, in Erinnerung. Warum? Diese Armenier, genauso wie die Christen, die heute aus diesen, genau aus der gleichen Region fliehen, vor dem Zugriff, dem Terror und der Folterung durch den IS, sind keine lauen Christen. Es sind gewissenhafte, ganz gläubige Christen. Manchmal erschüttert und ermutigt uns ihre Glaubenstreue und ihre Glaubensstärke. Aber warum müssen gerade solche Menschen Verfolgung erleiden? Das ist eine sehr schwierige Frage, auf die es keine vorschnellen Antworten gibt. In relativ einfachen Worten hat Papst Benedikt XVI. Versucht, auf die Frage eines Seminaristen in Rom, genau auf diese Frage nach dem Leid zu antworten. Er hat das in einer Differenzierung getan, aber gleichzeitig in einer sehr einfachen Sprache, wenn er sagt: Natürlich müssen wir alles in unserer Kraft Stehende tun, um die Leiden der Menschheit zu besiegen und den leidenden Menschen zu helfen, ein gutes Leben zu führen und von den Übeln befreit zu werden, die wir uns oft selbst bereiten, Hunger, Epidemien. Aber wir dürfen nicht verschweigen, dass das Leiden wesentlich zur Reifung des Menschen hinzugehört. Und Benedikt weiter: Die christliche Freude erwachse aus der Hingabe seiner selbst. Das Christentum macht uns froh, weil die Liebe uns froh macht. Die Liebe aber ist immer auch ein Prozess des Sich-Verlierens und somit ein Prozess des Aus-sich-Herausgehens. Und in diesem Sinn eben auch ein schmerzhafter Prozess. Wer behauptet, dass das Leben, so Benedikt, nur heiter und bequem ist, und wer ein solches Leben verspricht, der lügt, weil das nicht die Wahrheit über den Menschen ist. Die Folge ist, dass man dann in falsche Paradiese flüchten muss, und so wird man gerade eben nicht froh, sondern zerstört sich selbst. Liebe Schwestern und Brüder, vielleicht spüren Sie selber, wie uns die Worte Benedikts in die Mitte des heutigen Evangeliums hineinführen. Da ist zunächst eine Erkenntnis der Jünger. Eine Erkenntnis, die wir teilen, weil wir sonst nicht hier wären. Ja, Jesus ist der Messias, er ist der Christus. In seinem Namen sind wir getauft, in seinem Namen kommen wir zusammen, in seinem Namen leben wir, wir tragen seinen Namen als Christen. Wir werden also von der Erkenntnis zum Bekenntnis geführt. Wir bekennen ihn, wie Petrus, als den Messias, den Christus. Aber dann kommt die kritische Stelle. Nicht nur im Evangelium, sondern möglicherweise in unserem Leben. Wie steht es mit dem Leiden? Jesus, so sagt es der Evangelist Markus, spricht ganz offen darüber. Petrus, sehr menschlich, sehr verständlich, will davon nichts hören. Er nimmt Jesus beiseite und sagt: Wovon sprichst du? Was machst du hier?
Jetzt sind wir gerade einmal so weit, dass wir das begriffen haben, wer du bist. Und nicht nur begriffen haben, sondern dass wir uns zu dir bekennen und dir nachfolgen. Und jetzt ziehst du solche Seiten auf. Warum? Mit einem Wort, das unsere Übersetzung leider nicht genau wiedergibt, aus den Augen ist leider nicht genau, sondern wörtlich heißt es hier, hinter mich Satan. Das sagt Jesus zu keinem Dämon, er sagt es nur zu denen, die ihm nachfolgen und die sehr menschlich reagieren, wie wir manchmal auch, eben wie Petrus im Evangelium. Hinter mich. Du musst, wenn du mich erkennst und wenn du mich bekennst, musst du in meiner Spur gehen. Es gibt keine andere Spur. Und diese Spur in meinen Fußspuren führt eben auch durch das Leiden. Solange diese Welt besteht, liebe Schwestern und Brüder, wird es Mächte und Kräfte geben, die gegen Gott aufstehen, die eine Revolution proben und die sich immer an dem austoben, der sich zu Gott bekennt, der ganz zu Gott gehören will, der sich um nichts anderes kümmert als um Gott. Das ist bei Jesus so deutlich. Welchen Sinn hätte sonst das Kreuz? Im Leiden Jesu und an seinem Kreuz tobt sich alles aus, was gegen Gott aufsteht. Und niemandem bleibt das erspart, der sich zu Christus zählt. Es ist verbunden. Zum christlichen Glauben gehört das Leiden dazu. Noch einmal, nicht es sich zu suchen. Wir müssen das nicht künstlich herstellen. Aber wer Gott ernst nimmt, wer das Bekenntnis zu Christus ernst nimmt, der wird die Erfahrung machen, dass es ihm und ihr nicht erspart bleibt, dieses Leiden. Es ist die Fußspur Jesu. Und so hilft uns dieses Evangelium, nicht nur unseren Glauben besser zu verstehen. Es ist ein Evangelium, das uns nicht Angst oder Furcht einjagen will, sondern es ist ein ehrliches, realistisches Evangelium. Genauso ehrlich und realistisch, wie Jesus zu seinen Jüngern war und wie er dann zur Volksmenge spricht. Dass Liebe und Leben damit zusammenhängen, aus sich herauszugehen. Wer sich im kleinen Gefängnis seines Ich und seiner Vorstellungen einsperren lässt, wird darin umkommen, wird kein Leben gewinnen. Wer sich aber herausführen lässt, auch durch die Reifung im Leiden, der wird Leben gewinnen und Gemeinschaft mit Christus.